Hallo Anna. Hallo. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, ich bin die Anna, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Heidelberg und genau, trainiere hier im Heidelberg Venice Beach. Jedes Mitglied hat ja so den ganz eigenen Grund, warum es hier bei uns trainiert. Welcher ist es bei dir? Ja, genau. Und zwar vor 5 Jahren hat das Ganze angefangen. Ich habe zu dem Zeitpunkt 84 Kilo gewogen und habe mich eigentlich total unwohl in meinem Körper gefühlt. Und genau, dann habe ich angefangen, selber das Ganze in die Hand zu nehmen und wollte abnehmen und habe das dann auch geschafft. War dann auch auf meinem Zielgewicht von knappen 60 Kilo. Wollte dann eigentlich dort auch bleiben und dann bin ich aber ziemlich abgerutscht, dass ich in eine Essstörung gefallen bin und habe dann, ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt in meinem Körper. Ich habe von anderen, also familienmäßig, auch dann gesagt bekommen, dass ich nicht mehr gesund aussehe, weil ich zu dünn war und man hat eigentlich auch nur noch Knochen gesehen. Daraufhin war ich dann bei 3 Therapeuten, die mir dann bei jedem Verlauf, also nach jeder Besprechung, dann gesagt haben, dass ich eine Wartezeit von 1 bis 2 Jahre habe. Und ich habe das Ganze dann selber in die Hand genommen, dass ich dann wirklich meine Ernährung umgestellt habe. Das Training wirklich dann auch auf Krafttraining, nicht nur Cardio, dann auch umgewandelt habe. Und bin jetzt momentan auch bei knappen plus 9 Kilo, die ich wieder drauf habe, fühle mich wieder gesund und wohl und kann auch nach draußen gehen, ohne krass zu frieren. Und ja, hat auf jeden Fall mein Leben verändert zum Positiven. Und wie konnten wir dich von Venice Beach dabei unterstützen? Generell, also erstmal, ich finde es super bei Venice Beach, dass es so viele Standorte gibt. Also man hat immer überall eine Möglichkeit zu trainieren. Und zweitens auch diese riesige Geräteauswahl. Also egal, in welches Studio man geht, es gibt überall unterschiedliche Geräte, aber für jeden ist immer irgendwas dabei. Da finde ich einfach Venice Beach total hilfreich. Du hast ja gerade gesagt, es gibt Anfänger und gerade jetzt zum Jahresbeginn kommen viele mit guten Vorsätzen zu uns. Was ist dein ultimativer Motivationstrick zum Durchhalten? Also ich finde einfach, wo ein Wille ist, halt auch ein Ziel. Ich habe es selbst bei mir gesehen, ich hätte niemals gedacht, dass ich das ohne therapeutische Hilfe schaffe. Aber mein Wille war stark und ich wollte was verändern. Und jeder, der was verändern möchte, der kann das auch schaffen. Jeden Tag, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue und gucke mich an und denke mir so, ich habe es geschafft und kann mir selbst auf die Schulter klopfen. Und dieses Gefühl einfach ist was ganz, ganz Besonderes, was mir auch niemand nehmen kann und worauf ich immer zurückschauen kann. Ja, du bist auf jeden Fall ein Vorbild. Danke, dass du bei uns trainierst und auch, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Gerne. Dir noch einen schönen Tag. Danke, dir auch.